doch sehr speziellen Serie speziell aussagen. Natürlich etwas sehr Spezielles ist das alles. Nee, Quatsch, jetzt Spaß beiseite. Eigentlich ist das Evangelium von der Seite Gottes her etwas sehr Einfaches. Nur wir Menschen machen es uns kompliziert. Ja, die Gegner und dies und jenes, Umstände, das Umfeld macht es erst richtig kompliziert. Auch von Gott her ist es wirklich sehr, sehr einfach. Ein Ja genügt, eine Entscheidung. Ja, du brauchst nicht diese Jahre, Jahrzehnte lang Umwege machen, wie andere, wie ich sie gemacht habe. Ja, jetzt stellt sich natürlich eine Frage, warum gerade ich jetzt auf den einen Punkt gekommen bin. Ich kenne niemanden, der jetzt auf den Punkt, was Korinther 13, 1. Korinther 13 betrifft, gekommen ist. Ja, und die Frage, was denkst du und wer du bist und bist du was Besseres, was anderes wie andere und so weiter und so fort. Wenn das die Wahrheit wäre, dann hätte doch das Gott schon längst jemand vor 100, vor 200, 300 Jahren. Hat er mit Sicherheit, er versucht ja immer irgendwo für irgendeine Art und Weise durchzudringen. Ja, in den letzten Videos habe ich einige Beispiele aus meinem eigenen Leben gebracht, wo der Heilige Geist nicht durchkam. Nicht, weil er nicht durchkam, sondern weil ich verschlossen war. Wenn ich die Antenne, weil meine Antenne, ich bekomme jetzt hier gar kein, ja gut, mein Fernsehraum ist woanders. Ja, aber wenn du mit dem auf das eine Programm ausgerichtet bist, dann hast du nicht das andere Programm drin. Sondern du hast das eine Programm und nicht das andere. Ja? Obwohl das andere Programm genauso sendet, 24 Stunden mal 7 Tage, 315 mal 365 oder ja, irgendwie so in die Richtung. Letzten Samstag habe ich mit ganz, ganz toller Persönlichkeit geredet, der früher Ministrant war, seiner Jugend, in der katholischen Kirche, habe ich ihn gefragt, du sag mir mal, wie lange wurde Lateinisch die Messe gelesen in der katholischen Kirche? Bis in die 70er Jahre hinein in Deutschland, in jeder katholischen Kirche, Lateinisch, Lateinisch, Lateinisch. Das muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert das ist. Ungefähr 1970 und noch was Jahre. Ja gut, na, die katholische muss man ein paar hundert Jahre abziehen, die katholische Kirche muss man 400 Jahre, also 13, 1400 Jahre labern die Lateinisch, wo kein Mensch versteht. In China nicht, in hier nicht und was weiß ich. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum dann Evangelium nicht durchdringen kann. Ja? Wenn du die Kirchengeschichte betrachtest, zum Beispiel auch erst und niemand predigt es. Ich habe es vor letzte Woche oder vor nicht allzu langer Zeit von Peter Wenz gehört, dass er das gesagt hat. Also sonst hörst du das nicht bei den Christen. Ich habe das vor 4, 5, 6 Jahren bei Vox bei einer Dokumentation mitbekommen, per Zufall, Anführungsstriche, ja. Dass diese aufgezwungene und sonst was gezwungene Stille, Stille, Stille durch die katholische Kirche in das Christenleben Einhalt geboten hat, zum einen, und zum anderen, dass das Symbol von den Christen, das Kreuz, durch die katholische Kirche kam. Was für ein Schwachsinn. Vorher, wenn du schaust in den Katakomben, sie haben das gezeigt in dem Dokumentarfilm, die Katakomben in Rom und so weiter, da war ein Fisch, da war dies, da war jenes, da war ein Triumph, da waren Triumphzeichen. Triumphzeichen. Ja? Und dann kommt eine sogenannte Staatskirche und hängt den Jesus wieder ans Kreuz. Da wollen wir dich haben. Schön, tralala, leidend und alle leiden, leiden, leiden. So ein völliger Schwachsinn. Ja, antichristlich, eigentlich vom Prinzip her wirklich antichristlich, eigentlich, wenn das ja, irgendwo so, ja, eine Fußballmannschaft, die gerade Weltmeister wurde, die will doch auch nicht die Matchbilder, sondern die will die Pokalbilder. Das andere ist doch alles vergessen. Genauso ist es auch bei Gott. Ja, das ist der Sieg. Ja, und das ist 1. Korinther 13, dieser Sieg macht es möglich. Diese Agabeliebe kam durch diesen Sieg, es ist vollbracht durch diesen Satz zu dir und zu mir. Ergreife ihn, ja, und sei Täter, sei ein Christustäter. Nicht Töter, sondern Täter, T-E-T-E-R, nicht T-Ö-T-E-R. Ja,
In so manchen christlichen Kreisen, da ist mehr Tötung von Gnadengaben und Flüssen und tralala. Und sei auch nicht ein Tuer, sei ein Täter. Lass dich gebrauchen von ihm, aus seiner Kraft heraus, durch dich fließend. Halleluja. Und mein Leben, das habe ich in meinem Geburtstag gesagt, den Geschwistern, wo da waren noch dann, ja, habe ich ganz klar gesagt, als Zeugnis auch, das war mir wichtig, ja, umso stärker und massiver eine Lüge an mich rangeknallt wird, weil man wirst du von der Lüge so in die Wand geknallt, ja, bildlich dargestellt, ja, umso stärker gehe ich ins Wort und lass mich vom Heiligen Geist benutzen, was ist die krasse Wahrheit dagegen. Nicht nur dagegen, sondern was ist wirklich die wirkliche Wahrheit. Und dann nehme ich die und bam, knallt sie mindestens genauso zurück. Nicht zurück, schlecht jetzt ausgedrückt, ja. Das lasse ich mir nicht mehr bieten von diesen Lügen-Drehmomenten und kräftwirkenden Dingen da, was weiß ich, irgendwie auf Linie gehen, auf irgendeinen Linien gebracht zu werden. Das gibt's nicht mehr. Ich habe heute noch mal ganz klar und ganz deutlich in gewissen Dingen so starke Entscheidungen getroffen, ja, und die werden greifen. Reich Gottes lebt und ist da, hier, jetzt. Amen, Halleluja. Was immer das bedeutet, was immer das bedeutet, was immer das bedeutet, jetzt für diese Wohnung, für mein Leben, für meine Beziehungen, für die Straße, für Güglingen, für Deutschland, für die Welt. Ja? Und dein Herz und deine Seele, Markus 11, Vers 23, sie brauchen die Festigkeit, die feste Substanz des Wortes Gottes, um zu diesen Bergen zu sprechen und im Herzen nicht zweifeln. Und dann werden sie sich erheben und vor dir fliehen, ins Meer werfen und sonst was. Das ist der Punkt. Ja? Und die Punkte, die ich aus meinem Leben rausgegriffen habe, das sind die Punkte, wo für mich lebensentscheidend waren, absolut, ja, wo mächtige Kräfte aufeinander geprallt sind, die das Gegensätzliche sind, das eine Licht, das andere Finsternis, ja, die Welt, auch die Christen wollen das nicht mehr so hören in dieser harten Form, aber die Wirklichkeit ist diese Wirklichkeit. Ja, und dann hast du Herausforderungen, die Neider, die Unverständigen, die kommen, ja, die Seele, die will, die schon gewohnt, die will das Gewohnte beibehalten. Ja, die will nicht in fremdes Gewässer und was weiß ich was, wo sie sich nicht wohlfühlt, zunächst mal. Heute, dann kam die Phase, wo die Seele angefangen hat, sich zu bedanken und zu schreien, zu sagen, nein, das habe ich vor 20 Jahren schon, haben wir das so gemacht, Steffen, nein, das will ich nicht mehr so. Das will ich nicht mehr so entscheiden. Macht es wirklich so, wie es in der Bibel, wie es der Pastor sagt, ja? Und Luther war auch ein Einzelner nach 1500 Jahren. Ja, das wollte ich noch, das habe ich vorher, habe ich ein bisschen verschludert. Wenn du die Kirchengeschichte betrachtest, hat Satan es fast gänzlich geschafft, durch eine sogenannte Staatskirche, Staat kann, was weiß ich, wie auch immer stehen lassen, für manche Länder, Südamerika und so weiter und so fort. Und Kirche, was hat das mit Kirche zu tun eigentlich, ja? Auf jeden Fall hat Satan es geschafft, bis zu Luther hin, fast komplett das Wort Gottes von dem Normalsterblichen, so drücke ich das mal aus, von dem Volk wegzureißen. Und Jesus hat ja genau das Gegenteil gemacht. Durch das, was Jesus getan hat am Kreuz auf Golgatha, hat Gott die Erlösung zu dir, zu mir, zu den Heiden, zu jedem auf der ganzen Welt vor dem Evangelium sind wir gleich. Da gibt es keinen Unterschied, ja, vom Ansehen und so weiter und so fort. Jeder hat das gleiche Potenzial an Herrlichkeit, Kraft, Heiligkeit und wie du das jetzt auch immer ausdrücken möchtest, ja, in die Sohnschaft hinein, Reich Gottes zu leben einfach. Ja, da gibt es keinen Unterschied, Schwarz und Weiß, Rassen, Nationen, egal was, ja. Das ist ja dieses Ziel. Deshalb hat er ja seinen Sohn gesandt auf diese Erde. Und dann wird es
in Maße reingesetzt. Die Hostie kriegt nur der und bla und Messe lesen und Geld bezahlen bis zum heutigen Tag den ganzen Schmutz und Dreck, das hat mit Evangelium überhaupt nichts mehr zu tun. Ich rede nicht gegen die katholische Kirche, die redet gegen sich selber. Und ich habe keine Lust, über irgendwelche Denominationen zu schimpfen, das oder jenes. Das hat mit dem nichts zu tun. Aber was hat es zu tun? Was hat die katholische Kirche mit dem wahren, mit dem wirklichen, echten, lebendigen Wort Gottes des einzelnen Gläubigen? Was hat die damit zu tun? Es gibt viele von neuem geborenen Christen innerhalb der katholischen Kirche, gar kein Zweifel. Ja? Aber wenn auf Jahrtausende, auf Jahrhunderte, sorry, nicht Jahrtausende, so lange geht es, gibt es die Welt auch nicht noch. Ja. Wenn aber auf Jahrhunderte dieser Schmutz getrieben wird, das ist ja ein Treiben, ja. Meine Mutter hat erzählt in Australien von den Katholischen, da hat niemand eine Bibel. Die, was, du hast eine Bibel, wieso, brauchen wir doch nicht und tralala, lalala, ja. Wo gibt's denn sowas? Ja. Weil Satan weiß, wenn jemand das Wort Gottes hat, in sich aufnimmt, seine Seele in das Licht des Wortes Gottes, sein Herz in das Licht des Wortes Gottes reinführt, dann geht es dem Körper gut und dann kann er nicht, hat er nichts mehr, gar nichts mehr entgegenzusetzen. Warum? Weil das Wort Gottes die Wahrheit. Wahrheit ist IST. Ist. Ja? So. Und dann kann er, Galater 4, da werde ich eine Serie oder wie auch immer, studier mal Galater 4, da steht ganz klar drin, obwohl wir Herrscher über Stachionen, das sind so, was weiß ich, ein römischer Ausdruck, glaube ich, was da der Paulus benutzt, Stachionen. Obwohl wir eigentlich Herrscher sind durch Jesus Christus, durch das Blut Jesu, zum Herrschen berufen sind, Tote aufzuwecken, Kranke zu heilen und. Das ist der allgemeine Missionsbefehl. Das ist nicht der Missionsbefehl für Reinhard Bonke, für ihn auch, aber für dich genauso, für Benny Hinn und alle anderen. Das ist ein allgemeiner Missionsbefehl. Ja? Und in das werde ich hineinfließen. Mein Glauben wird darin, mein Herz und meine Seele wird darin gefestigt in diesem Wort, in diesem Fluss. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Shalom, 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 Shalom. So, aber in dem Moment, wenn du dich für dieses Leben entscheidest, für Reich Gottes, Christsein, Leben, für das Zoe Leben, dann hast du ganz schnell keine Freunde mehr, weil das einfach nicht. Warum auch immer, da bist du mit vielen, die ein anderes Leben führen, in Feindschaft. Ja? Die ihr System halt und mit dem Lauf der Welt gehen, möchten und gehen, ja? Auch, ich rede auch insbesondere von Christen, von Wiedergeborenen, von Freikirchen und. Da gibt es nicht so, ja. Und da brauchst du den Himmel voll von Weisheit und Führung und Leitung durch das Wort Gottes. Und wenn du das nicht schützen musst, dann wird es dir geraubt. Und du gehst darunter kaputt. Ohne das Wort Gottes, ohne das lebendige Wort Gottes. Aber es ist die Entscheidung, wenn du, solange du dich innerhalb im Reich Gottes behältst und aufhältst, kann dich niemand zerstören. Sie können dir deinen Körper nehmen, dein Leben nehmen, wie bei Stephanus. Aber sie können dir nicht das nehmen, was von Gott, was Gottes ist. Amen, Halleluja. In diesem Sinne machen wir Schluss für dieses Weekend, denke ich mal. Morgen wird wahrscheinlich nichts kommen, videomäßig. Und Jesus hatte das erste Wort in diesem Video, in meinen Videos und diesem Dienst. Shalom, Jesus Christus ist der Herr. Amen, Halleluja.